YouTube, hey, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich habe mich so ein bisschen in den letzten Streams und Videos ausgestänkert mit Way of the Hunter. Und das wird es zwar noch geben als Content hier auf meinem Kanal, aber in nächster Zeit gibt es verstärkt Content zu The Hunter Call of the Wild. Ja, freut euch drauf. Heute sind wir in Ramatuli Coast unterwegs. Mal sehen. Ich habe auf der Karte auf jeden Fall noch nicht jeden Spot und jede geheime Ecke und so erkundet. Das werden wir heute so ein bisschen angehen, ne? Viel Spaß dabei und let's go. So, wir starten heute mal im Norden der Map und ich bin auch für alle Eventualitäten und Tiere gewappnet. So sieht's aus. Top. Munition passt. Sehr gut. Na dann. Da haben wir auch schon auf 200 Meter einen Braunbären. Ein Weibchen. Oh, das sah gut aus. Das sah gut aus. Da gehen wir gleich mal hinterher. Ich drücke mal die falschen Tasten. Ich bin immer noch auf Way of the Hunter aus und drücke mal 4 für Fernglas. Dabei ist das Fernglas in diesem Spiel auch 5, weil ich 4 Waffen dabei habe. Da ist ein 4er. Ich. Okay. Ich habe nicht mal den Bären eingesammelt und sehe schon wieder ein 4er. Ich. Ja. Und er liegt im Dreck. Aber wir besorgen uns erstmal den Bären. Danach schauen wir uns den Elch an. Ey, ich nehme gerade seit 5 Minuten auf. Leute, was ist hier los? Es ist so viel actionreicher als Way of the Hunter. Es ist einfach krass. Da haben wir unsere dicke Braunbären. Ja, sehr guter Treffer. Schön in die Lunge. Top, 19,4. Silberne Wertung. Schön. Schönes Ding. Machen wir einen Screenshot von, kommt in den Discord. Falls ihr übrigens euch die Screenshots und so von meinen Streams und meinen Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Und in meinem Discord gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste nur ich was rein und da kommen alle Abschlüsse von den Streams und den Videos rein. Und im Channel Erlegtes Community, da dürft ihr gern eure Abschlüsse präsentieren. Aus Way of the Hunter, aus Call of the Wild, aus dem alten Hunter, von mir aus auch. Ganz egal, da sind viele Leute, die posten da was rein. Da könnt ihr euch so ein bisschen austauschen. Es gibt auch in meinem Discord so ein paar Multiplayer-Channel, also wo ihr anfragen könnt, ob jemand Lust hat, mit euch zu jagen oder sowas. Und da gibt es natürlich auch Voice-Channel, wo ihr euch dann treffen und zusammen jagen könnt. Also kommt vorbei, ich wünsche euch viel Spaß, ich freue mich auf euch. So, der Elch ist in Gold, 207er Trophäenwertung. Und schöner Herztreffer. Genau so wollte ich das haben. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr toll. Mach mal einen Screenshot von. Gänse. Ja, warum nicht, Digga? Warum nicht? Ui, 4er leicht ist sehr, sehr gut. 4er leicht ist sehr, sehr gut. Schieße ich drauf. 4er leicht ist sehr gut. 150 genullt. Das ist die 4er. Verliert sehr langsam Leben. Müsste jetzt gleich umfallen. Komm schon. Okay. Also wenn wir in diese Richtung weiterlaufen, müssten wir irgendwann die Gans sehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Waffe, die ich hier benutze, gar nicht so viel Bums hat für eine Gans. Oder ich habe die Scheiße getroffen. Also irgendwo hin, wo die jetzt nicht gleich stirbt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist ein super Jagdstand. Also wenn jetzt hier Wasser am See wäre, wäre es super. Aber ich werde den trotzdem mal aktivieren. Weil hier ist wirklich was. Da vorne, ich habe was gesehen. Das finde ich nämlich auch ganz gut. Ich brauche das nicht, dass der Dude hier direkt nochmal diesen Jagdstand hochläuft und so. Wie in Way of the Hunter. Ich komme auch ganz gut damit zurecht, dass ich einfach reingehe und dann geht's los.
Der Weißwedel liegt im Dreck. Das heißt, den Weißwedel nehmen wir auf jeden Fall mit und wir gucken nach der Ente, ne? Nach der Ente, nach der Gans. Digga. Ja, den haben wir auch tödlich getroffen. Komm schon. Leg dich hin. Leg dich hin. Ja, schön in der Nähe von dem da. Leg dich hin. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. So, das ist unsere Vierer Gans. Ich bin gespannt. Gold 7,3. Ja. Schöne goldene Gans. Ne? Wer kennt das Märchen? Sehr schön. So, das ist jetzt, glaube ich, der, den wir zuletzt geschossen haben. Der ist Silber und kein lebenswichtiges Organ. Oh, okay, okay, okay. Dafür hat er aber sehr, sehr schnell Leben verloren. Schade, der wäre sonst Gold gewesen. Ach, Mist. Okay, schade. So, das ist der, den wir als erstes geschossen haben. Der ist tatsächlich auch nur Silber, aber der hat auch kein höheres Potenzial. Schade. Gold ist bei 93,79 und der hat 93,6. Sehr, sehr gut Silber, aber leider kein Gold. Schade. Was ich leider in diesem Spiel jetzt nach langer Zeit Way of the Hunter auch vermisse, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der Punkt beim Schießen. Wisst ihr, was ich meine? Also dieser rote Punkt, ich kann das vielleicht hier nochmal einblenden, dieser rote Punkt, der anzeigt, wo die Kugel hinfliegt. Also das... Du im Prinzip eigentlich, selbst wenn du falsch genullt hast, immer weißt, wo die Kugel hinfliegt. Das schafft hier nur dieses Hightech-Visier beim Bogen. Wisst ihr, was ich meine? Das kann das auch in diesem Spiel. Aber die normalen Waffen machen das leider nicht. Ja. Warum auch? Also, ist natürlich auch nur so on top. Der ist gut. Der ist gut. Den habe ich aber auch schlecht getroffen, glaube ich. Weiß ich nicht. Das müssen wir uns angucken. Ich habe schon wieder falsch genullt. Ich bin schon wieder... Ich scheitere schon wieder am Nullen, weil es in Way of the Hunter einfach nicht nötig war. Oder ich da irgendwie besser drauf vorbereitet bin auf Nullen. Ja, genau. Hm, genau, ich habe nämlich kein lebenswichtiges Organ verletzt, deshalb ist der nur Bronze, der europäische, der eurasische Lux. So, können wir auf jeden Fall auf 100 Meter nullen. Ne, auf 75, okay. 100 geht ja nicht. Ist ja Chaos weit, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Der hätte mir auf jeden Fall noch einen zweiten Schuss setzen können. Das ist so ein bisschen so drin in Way of the Hunter, dass man immer nur einen Schuss auf die Herde setzt. Aber hier geht natürlich auch mehr. Hier geht definitiv mehr. So, das ist unser Bursche und der ist Diamant. Das gibt's ja gar nicht. Ist das ein random Scheiß schon wieder? Ist das ein random Scheiß schon wieder? Ich habe einen Diamant Weißwedelhirsch einfach so... gesehen. Ich war jetzt nicht, ich war jetzt mit keiner Faser meines Körpers, war ich darauf vorbereitet jetzt. Ihr macht mich fertig. 258,8 und 255 ist Diamant. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe schon mal einen Weißwedel-Diamant geschossen, aber das ist wieder mal komplett random. Random, sage ich euch. So, True Score. Gucken wir uns das Ding auch nochmal in dem. Ja, da machen wir ein schönes Thumbnail draus, oder? Das könnte ein schönes Thumbnail werden. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Gefällt mir. Top. Ich nehme erstmal den hier raus. So, da flüchten natürlich alle, die hier am See gerade trinken waren. Alle. Schade, müssen wir ein bisschen warten? Die kommen bestimmt wieder. Ich glaube, der sich hier vorne so schön rausgetraut hat, den nehme ich mal als erstes raus.
easy peasy. Drive-by gelungen. Schön. Hier ist nämlich noch ein Bock dazwischen. Der sieht extrem... Oh, der sieht besser aus. Der sieht tatsächlich besser aus. Okay. Ja, warten wir mal, bis der rauskommt. Weil ewig kann man dieses Spiel auch nicht treiben. Dann wird der Jagddruck zu groß in dem Gebiet und die kommen gar nicht mehr wieder. Dann geben die das Trinkgebiet ganz auf. Aber so 1, 2, 3 Tiere kann man da schon rausschießen, ohne Gefahr zu laufen, dass die gar nicht mehr wiederkommen. Also ich denke mal, 4 tote Hirsche ist schon okay, oder? Da können wir jetzt mal einsammeln gehen. Mal sehen, ob dann noch irgendwie... Ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch was Goldenes dabei. Ein paar Silberne. Schauen wir mal. Es waren ja so, wie ich das gesehen habe, zumindest Doppelungtreffer oder auch Herztreffer. Also das muss ich ganz ehrlich dazu gestehen, dass ich bei Way of the Hunter viel gelernt habe, ruhig zu bleiben, wirklich den guten Schuss abzusetzen und aufs Herz zu gehen halt, ne? Okay, schauen wir uns den an. Den haben wir, glaube ich, zuletzt geschossen. Der ist nur Silber, 170er Wertung. Schade. Wann fängt Gold an? 193. Naja, da haben wir noch Chancen drauf, dass wir vielleicht doch noch einen Gold hier geschossen haben. Der ist leider auch nur Silber, 191. Schade. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das auch funktioniert. Aber das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wer davon Ahnung hat. Ich habe ja jetzt im Prinzip eigentlich 4 Schüsse von einem Hochstand ausgemacht. Und bei einem Dreibein ist es ja auch so, dass man dadurch halt die Trinkgebiete der Hirsche gar nicht so schnell zerschießt, wie wenn man das eigentlich aus der Hüfte so macht. Also wenn man im Prinzip irgendwo liegt oder steht oder so und auf die schießt. Dass man die Trinkgebiete damit langsamer zerschießt, wenn man von einem Hochstand oder einem Dreibein auch schießt. Ist das von einem Hochstand auch wirklich so oder nur von einem Dreibein? Wisst ihr das? Schreibt mal in die Kommentare bitte. So, der ist leider auch nur Silber. 148,3. Ey, haben wir keinen goldenen geschossen hier? So, das ist jetzt der letzte da. Ich hoffe, der ist Gold. Nein, auch nur Silber. 183,4. Schade. Ja, keinen goldenen Weißwede hier geschossen. Schade. Ja, und ich würde sagen, das war's doch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge The Hunter Corps. Soweit heute wieder schön Weißweder Diamant geschossen. Ey, ich habe wirklich in den letzten Monaten vielleicht, weiß ich nicht, 2, 3 Sessions Corps Soweit gespielt. Und in jeder Session, also was heißt Session, also eine Stunde oder anderthalb Stunden, in denen ich gespielt habe, habe ich immer einen Diamant geschossen. Das ist krass. Das ist krass einfach, was ich für einen Luck habe. Ne? Also wenn man das Spiel ein bisschen Ruhe lässt, dann gibt es einen auch wieder so ein bisschen die Chance, was wirklich sehr, sehr Gutes zu schießen. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich war wieder ein bisschen in Reventoli unterwegs. War ich schon lange nicht mehr. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.